think I heard him in the vents. Ja, ach. Tatsächlich, hast du das? So, ich gehe mal ganz gechillt hier nach oben. Hier machen wir zu. Strom ist aus. Und ich mache mal kurz hier die Tür auf. Okay, ich kann eigentlich hier unten bleiben, denn dann kommt der Laser ja nicht hin. So, wie sieht es denn aus hier? Ach, hier ist bloß ein Bonusgegenstand. Das ist in Ordnung. Den nehme ich mir sehr gerne an. So, her damit. Oh, komm schon. Was hat er denn noch gemacht? Wieso konnte ich den denn nicht gleich wieder steuern? Was war denn das schon wieder? So ein Mist. Das war dumm. Ich werde langsam ungeduldig, weil wir immer wieder dieselben Stellen spielen müssen. Das ist ärgerlich. Kennt ihr das? Ihr scheitert an irgendeiner Stelle, müsst sie dreimal spielen und werdet deswegen immer ungeduldiger und scheitert noch öfter dran. So, Tür zu. Strom aus. Tür geht unten auf. Und wir holen uns noch kurz hier oben das Goodie. Okay. Wunderbar. Ach so, der ist schon weg. Ich dachte, wir müssen jetzt nochmal. Oder müssen wir nochmal, um das jetzt einzusammeln? Ja, müssen wir. Was macht der denn? Ich verstehe es nicht. Fummelt der da noch irgendwie an seinem Schwert rum und geilt sich dran auf? Oder. Ich check das nicht. Sorry, Leute. Ich habe keine Zeit für so einen Mist, dass der dort noch an seinem Schwert rumfummelt. Ich stehe zwischen zwei Lasern. Komm, ich mal, lass jetzt hier die Tür offen, ist mir egal. Ich sag doch, ungeduldig. Ungeduld tut selten Guld. Ungeduld tut selten Guld, genau, so heißt der Spruch, ja. So heißt das. Hat euch eure Mutter das nicht beigebracht? Ungeduld tut selten Guld? So, komm, dann warten wir jetzt einfach mal den kurzen Moment. Das sollte doch machbar sein, oder? Einfach mal für einen kurzen Moment noch Geduld zeigen und dann kriegen wir es doch hin, hoffentlich. So eine Scheiße. So, geht doch. Meine Güte. Schwere Geburt. Ja, mach da oben, was auch immer du tust. Ist mir egal. Ich gehe dabei hier unten durch die Tür. Mittlerweile ein Ziel? Nein, immer noch nicht. Mensch, wo ist denn der Unteroffizier? So langsam sollte mal kommen. Wenn du meinst. So. Ja, geh nochmal zurück, genau. Also ich würde sagen, ich bin lebendig durchgekommen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mir scheint doch ganz so. Die mache ich lieber nicht auf. Das wäre wahrscheinlich nicht so gesund. Ich weiß halt nicht, müssen wir weiter nach rechts? Wo ist denn der Kollege da unten? Er war gerade links. Okay, schade. Ich kann mich aber wahrscheinlich auch... Er schaut doch nicht so weit nach oben, hoffe ich doch. Ernsthaft? Okay, er hat mich noch nicht ganz gesehen. Was war denn das gerade? Wieso hat er da seine Funzel so ausgefahren? Ey, die muss ich... Nee, die muss ich nicht unbedingt ausmachen. Die leuchten ja da nicht durch. So, gehen wir doch einfach mal hier oben lang. Hallo. Wo müssen wir hin? Links ist nichts weiter. Auch nichts zum Sammeln, okay. Und wenn das so ist, dann gehe ich hier mal kurz durch. Und verschwinde hier kurz rein. Watch out. A sniper can end your life with just one shot. We'll need to find a way to block his scope.
Ja, ist prinzipiell möglich. Was ist das denn? Ach, sieh mal an. Und er kriegt das natürlich gar nicht mit, dass wir hier dran rumspielen, ne? Nein. Sehr realistisch, finde ich gut. Na gut, was soll's. Okay, weiter nach rechts. Kein Problem. Und jetzt nach oben wahrscheinlich, oder? Schätze ich mal so. Ja, nach unten wahrscheinlich eher nicht. Ha, dachte ich mir doch. Her mit dem Artefakt. Und weiter geht's nach oben. So, egal wofür das ist, wir schalten es einfach mal aus. Und ich denke mal, wir sind relativ bald da, oder? Es sieht doch schon aus, als ob wir hier dann zum Ziel kommen. Komm, verzieh dich da unten. Oh, ich mag Scharfschützen so sehr. Ja, sicherlich ist es das. So, rum ums Eck. Und damit haben wir es doch. Indem du stirbst zum Beispiel. Wo muss er denn hier hin? Hier kommen wir nicht durch. Das ist natürlich schon mal toll. Bringt uns also erstmal gar nichts. Wir sollten dann wahrscheinlich eher nach rechts gehen. Probieren wir es doch mal mit der hier. Mit dem Zugang. Natürlich steht da einer. Okay. Soll ich das Licht blockieren oder was? Ja, warum nicht? Ich hätte es auch einfach zerstören können. Hat funktioniert, alles gut. Ich weiß nicht, wie der mich nicht sehen konnte, aber ist scheißegal. Okay, die Laser sind noch an, aber die Türen sind offen. Gut. Weiter geht's. Und da ist unser Ziel. Wunderbar. Come out, little ninja. There's the man who led the assault against the clan. Now he's the only thing standing between us and Karajan. How quickly the serpent has become the mouse. Geht gleich los. Wir schauen erstmal ganz kurz, wie wir an ihn rankommen. So, ihn müssen wir aber ausschalten, oder? Ich gehe mal ganz kurz lieber hier runter. Nicht, dass er durchs Gitter leuchtet plötzlich. Ah. So, wie läufst du denn, Junge? Ach, er ist ein Scharfschütze. Okay, wenn er ein Scharfschütze ist, dann... Wofür war das denn? Keine Ahnung. Mache ich überhaupt die richtigen Sachen hier? Ich glaube auch. So. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob das Licht störend ist, ich hoffe nicht. Was tue ich hier eigentlich, ist die Frage. Habe ich jetzt hier irgendwelche Sicherungen gelöst? Ich glaube schon, oder? Ah ja, jetzt ist auch hier der eine Laser aus. Gut, hüpfen wir doch mal runter, hm? Bingo. Aber was tun wir jetzt hier? Können wir hier irgendwas auf ihn runterjagen? Oh, können wir. Ha. Na dann. Warten wir noch kurz, bis er in die Mitte tritt. Und dann guten Flug. Oder was braucht es noch? Ich
weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hauptsache, die konzentrieren sich erstmal wieder da unten. Hätte ich noch hier vorne irgendwo drauf schießen müssen? Scheint ja noch nicht gereicht zu haben, ne? Oh, ah, ich sehe schon. Gut, da bleibt noch der eine. Und los geht's. Oh, muss ich jetzt runter und ihn fertig machen, oder? Sieht so aus. It looks like Karjan got a reprieve. And so did you. Ich habe Alarme ausgelöst. Ist mir gar nicht aufgefallen. Wann habe ich das denn gemacht? Na gut, warum nicht? Ist okay. Ich weiß nicht wann, aber macht auch nichts. Denn wir haben sowieso genug Punkte. 7 von 9 ist okay, denke ich. Irgendwie entgeht mir immer eine Rolle, habe ich das Gefühl. Und das, was ich ansonsten noch offen habe, war ja mal wieder was mit Töten. Von daher nichts für mich. Passt soweit. Auf zum nächsten Level. Neue Skills für uns. Ein kurzer Schatten. Erledige durch Drücken von der linken Maustaste ahnungslose Feinde aus deinem Versteck heraus. Klingt ganz gut. Gleitkick, halte dir linke Shift und drücke die linke Maustaste, um in Feinde zu rutschen, was sie von den Füßen holt. Und düstere Vorbote. Visiere eine Stange an, während du eine Leiche festhältst und drücke die rechte Maustaste, um die Leiche dran zu hängen. Nett. Finde ich gut. So, was haben wir hier? Verbesserte Rauchbombe. Die Rauchbombe enthält ein Erstickungsgas, das in der Nähe stehende Feinde außer Gefecht setzt, wenn sie keine Gasmaske tragen. Oh, nett. Und die verbesserte Ablenkungsfackel. Mit einem Spezialzünder können die Leuchtfackeln in der Ferne gezündet werden. Drücke Q, um sie nach dem Wurf zu aktivieren. Okay, ich glaube, die Rauchbombe ist mir ein bisschen wichtiger dabei oder ist ein bisschen interessanter für mich. Hier haben wir noch Krähenfüße. Wenn sie ausgeworfen wurden, dringen sie tief in die Füße von jedem ein, der darauf tritt. Sterben die dann davon? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, so richtig, ja? Können wir ja mal mitnehmen, warum nicht? Klingt immer noch besser als die Stachelmine. Gut, haben wir noch 3 Punkte, die sparen wir uns dann soweit und schauen dann einfach nach dem nächsten Level, was es Schönes gibt. Soweit erstmal fertig. Jo. Hier gibt es auch nichts Neues. Wir gehen wieder auf die Rauchbombe und hier nehmen wir die Krähenfüße. Ab geht die wilde Luzi. Die wilde Luzi, die wilde Fahrt. Egal. Was auch immer. Auf zum nächsten Level. Wir wollen Graf Karajan kriegen.